Für die nächsten paar Videos zum Thema CSS Grid wechsle ich jetzt in Texteditor. Einfach aus dem Grund, dass es jetzt wahrscheinlich mehr Zeilen zum Schreiben gibt und es ein bisschen übersichtlicher wird. Ich habe einen Ordner mit einem HTML-Dokument und einer CSS-Datei. Ich ziehe den Ordner in meinen Texteditor und versuche da aha, das will ich eigentlich gar nicht. So. Dann machen wir das hier kleiner. So. Ich habe ein HTML-Dokument, drin hat es einen Link auf das Stylesheet. Und sonst ist hier eigentlich nichts Wichtiges. Und dann im Body-Tag hat es einen Haufen SVG-Grafiken, damit es ein bisschen Inhalt gibt. Und im Stylesheet hat es eine Regel für den Sternselektor, also das spricht einfach alle Elemente, alle HTML-Elemente an und tut dort den Außenabstand und den Innenabstand jeweils auf 0 setzen. Und dann hat es hier eine angefangene Regel für Body, wo aber noch nichts drin steht. Ich starte jetzt einen virtuellen Server, das ist das Live-Server-Plugin. Und dann geht das Dokument im Browser auf. Und der virtuelle Server, der macht einfach nichts anderes, als dass er tut, im Browser einen Reload auslösen, sobald ich im Texteditor etwas speichere. Jetzt sieht man hier die SVG-Grafiken. Die sind so gross wie Viewport, weil sie haben selber keine definierte Ausdehnung. Ich tue jetzt Body rastern und dann werden die SVG werden einfach so groß wie sie können innerhalb von der definierten Spalte. Das schreibe ich Display und eben nicht Inline, sondern Grid. Und dann schreibe ich Grid Template Columns und jetzt tue ich damit FR-Wert 3 Spalter machen. Und was ich jetzt zeigen im nächsten Schritt ist, wie dass wir die Elemente, die jetzt einfach in diesen 3 Spalten angeordnet werden, so wie es gerade zum Blicken kommen, also das ist das erste, das zweite, das dritte, das vierte, die vierte SVG-Grafik der Reihe nach, werden hier in die Zellen hinein versorgt, wo entstehen durch das, dass sich ein dreispaltiger Raster definieren. Und die Höhe von diesen Zeilen oder von den Zellen, die Höhe ergibt sich durch die Höhe von den SVG-Grafiken. Also es geht eigentlich alles schön automatisch auf. Das ist sogar schön responsive. Durch die Eigenschaft von einer SVG-Grafik, dass sie einfach so groß werden, wie sie können, wenn sie keine anders definierte Ausdehnung haben. Aber die Frage, die ich jetzt besprechen möchte, ist, was ist, wenn man eines von diesen Elementen jetzt zum Beispiel über 4 Zellen strecken möchte? Das geht nämlich ohne weiteres. Und es ist auch möglich, leere Bereiche zu definieren, wo gar nichts drin steht. Bevor ich das zeige, möchte ich jetzt aber kurz zeigen, wie man so einen Raster mit Firefox Developer Tools analysieren kann und wie man den Raster visualisieren kann. Das ist der einzige wirkliche Grund oder der stärkste Grund, warum dass die Developer Tools von Firefox im Moment einfach mit Abstand zwischen allen Browsern einfach die besten sind. Ich mache für das den Inspektor auf. Ich mache etwas grösser machen. Und was wir bis jetzt so gesehen haben, also auf der linken Seite, da sieht man eine Übersicht über das HTML-Dokument. Und wenn ich da etwas auswähle, sehe ich auf der rechten Seite
was für CSS-Regeln auf das Element angewendet werden. Das kennst du. Und da gibt es jetzt einen Button, der heisst Layout. Und wenn ich den anklicke, dann hat es hier drei Ziele. Die heisst Flexbox Grid und Box Model. Und dort gibt es die Möglichkeit, die Layouts mit Hilfslinien zu visualisieren und ein bisschen besser zu verstehen, was passiert, wenn man es nicht auf Anhieb sieht. Wenn ich Grid aufmache, dann werden alle Elemente auf der Webseite aufgelistet, die mit CSS Grid gerastert sind. Da ist es jetzt nur der Body, oder der Display Grid definiert ist drin. Dann auf der rechten Seite hat es also Checkboxen, wo man bestimmte zusätzliche Eigenschaften kann visualisieren kann. Zuallererst setze ich jetzt mal hier einen Haken. Setzen. Und jetzt sehe ich hier ein kleines Diagramm, das zeigt, wie das der Raster ungefähr aussieht. Und hier ein bisschen abziehen, dann sehe ich Hilfslinien. Und da hat es einen Farbknopf, wo man jetzt auch die Farbe dieser Hilfslinie verändern könnte, wenn man zum Beispiel wegen einer bestimmten Hintergrundfarbe nicht genau sieht, die Hilfslinie nicht kann unterscheiden. Und ich habe hier vielleicht noch einen Abstand zwischen den Spalten und Zielen definieren von 10 Pixel. Jetzt hat es einen Reload gegeben im Browser und darum ist da der Häkel verloren gegangen. Jetzt muss man wieder setzen. Und jetzt siehst du, dass die 10 Pixel Grid Gap zwischen den Spalten und den Zeilen, die werden auch angezeigt. Also das ist so ein bisschen schraffiert. Und da das wichtige Ding, wo wir damit arbeiten werden, das sind die Line Numbers, jetzt mal für den Anfang. Es gibt noch andere Sachen da, aber ich klicke jetzt mal auf Display Line Numbers. Und was das macht, ist, es tut so kleine Pfeile einblenden mit Zahlen drin. Und die tun die Linie zwischen den Rasterzellen durchnummerieren. Also einerseits gibt es Linien über die Senkrechte, von oben nach unten. Also es gibt eine Linie oben am Raster, wo der Raster anfängt. Das ist die erste Linie. Da gibt es eine Linie 2, das ist zwischen den ersten Zeilen und der zweiten. Und der dritte und so weiter bis zum untersten. Und das gleiche in der Senkrechte. Es gibt eine Linie links vom Raster, also bevor die erste Spalte kommt. Und dann gibt es eine Linie, die zweite Linie ist nach der ersten Spalte, vor der zweiten Spalte. Und dann eine dritte und dann eine vierte. Und das ist so etwas Grundlegendes, was du musst wissen. In einem CSS-Raster tut man nicht die Zeilen und die Spalten durchnummerieren und sagen, ich möchte das Element X über die erste und die zweite Spalte gestreckt wird. Sondern man sagt, ich möchte das Element X von der ersten Rasterlinie des Senkrechten bis zu der dritten Rasterlinie gestreckt wird. Und dann geht es über die zwei Zellen. Und für das, also gerade wenn es ein bisschen komplizierterer Raster ist und man nicht immer sicher ist, von wo bis wo geht jetzt etwas, ist das sind die Hilfslinien, die man hier in diesen DevTools sich zuschalten kann, total gut. Man muss nicht unbedingt hier über Layout gehen, es ist auch möglich, über Rules zu gehen, wenn man weiss, welches Element mit Grid gerastert wird. Das ist hier der Body, da hat man sogar ein kleines Label dazu, wo Grid drauf steht. Und dort, wenn du auf Rules klickst, dann siehst du Display, Grid. Und dann hat es da so einen kleinen Gartenhaken, den kann man anklicken. Mit dem kann man das auch ab- und anschalten.